Wir stehen hier vor der berühmten Massenhäuser Kusshaltestelle. Eine Idee von Andreas Böttcher. Andreas, morgen ist Valentinstag. Rechnest du mit Betrieb? Also ich gehe bei schönem Wetter mit gutem Betrieb davon, gehe ich von aus. Also dass da etliches los ist, natürlich berufsbedingt, wahrscheinlich erst am Nachmittag. Aber ich gehe schon davon aus, dass der ein oder andere hier vorbeischauen wird und sich hier ein Küsschen zuwerfen wird. Jetzt muss man doch mal fragen, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Nach Corona sicherlich eine gute Idee, aber wie kommt man überhaupt da drauf? Ja, wie du schon sagtest, es ist mir zu viel in den Medien an Krieg, an Stunk, an Terror. Und mir war der Aspekt Liebe, der kam mir so ein bisschen zu kurz. Und da zur Liebe passt natürlich auch das Küssen. Und dann habe ich gesagt, dann entwickelst du doch mal eine Kusshaltestelle. Ja. Das musste so ein bisschen in mir reifen. Und zum Fest der Liebe, also sprich zu Weihnachten, habe ich das Ganze denn hier aufgebaut. Jetzt steht schon bis zum nächsten Fest der Liebe und haben wir ja heute schließlich das Fest der Liebe, das nächste Fest der Liebe, den Valentinstag. Und ja, das war so die Idee. Ist aber gut angenommen worden. Nicht nur hier Presse, Film, Fernsehen bundesweit, sondern auch hier von der Bevölkerung. Ja, von der Bevölkerung. Als erstes natürlich die Einheimischen, die Massenhäuser, die Arolser aus Helsen, aus Mengeringhausen. Aber dann natürlich, wie du schon sagtest, über die Presse ist der ein oder andere noch zusätzlich draufgestoßen worden. Wir sind hier am Wanderweg, am sogenannten Waldeckerweg. Und da wandern viele, also auch aus dem benachbarten Westfälischen kommen sie dann den Waldecker Weg entlang, der dann irgendwann sogar auf den Hessensteig dann führt. Also es sind sehr, sehr viele, die hier sind und natürlich auch ein paar Exoten, wenn ich das so sagen darf. Also aus Taiwan habe ich schon wen da gehabt, aus Paris, aus der Stadt der Liebe, aus Berlin. Ich sehe es manchmal nur an den Nummernschildern, wo sie dann wegkommen, sei es Fulda, Darmstadt. Ich habe da sehr, sehr viele Fremde auch gesehen. Das ist natürlich für Massenhausen. Es gibt hier das wunderbare Spielzeugmuseum, das man hier hat. Ist das natürlich ein Touristenmagnet inzwischen, ne? Ja, ist so ein kleiner Fotokuss-Hotspot, so habe ich es jetzt genannt. Also wie gesagt, es kommen zusätzliche Leute hierhin nach Massenhausen und auch nach Arolsen, die dann mal eine Runde drehen und dann auch einen Rundweg drehen, dann in Arolsen starten, über Massenhausen, dann sprich Mengeringhausen wieder zurück nach Arolsen. Also es ist so ein kleiner, beliebter Wandertreffpunkt, sagen wir es mal so. Nun bist du auch im Geschichtsverein, im Waldeckischen Geschichtsverein aktiv und ein begeisterter Plattschwätzer. Wir sprechen hier im Nordkreis ja einen niederdeutschen Dialekt, ein Ostwestfälisch, wenn ich das so richtig... Ja, also hier in Massenhausen, oder besser gesagt, wir haben ja hier im Waldecker Land die Sprachgrenze, im nördlichen Teil wird Niederdeutsch gesprochen und ja, das ist ein westfälisches Niederdeutsch. Ja. Es liegt daran, dass Korbach, also unsere Kreisstadt, früher westfälische Hansestadt war und das Plattdeutsch war auch die Amtssprache der Hansekaufleute und deswegen wird hier im nördlichen Teil des Waldecker Landes Plattdeutsch gesprochen, also Niederdeutsch. Ein westfälisches Niederdeutsch. Also für die, die es nicht wissen, die Sprachgrenze ist in die Eder in den großen Teilen, die sogenannte Benrather Linie zwischen Ich und Ick. Und hier ist die Ick-Seite. Genau, hier ist die Ick-Seite, südlich davon natürlich die Ich-Seite. Die Grenze geht, wie du es vorhin auch schon gesagt hattest, durch die Stadt Waldeck. Gewisse Orte wie beispielsweise Freienhagen, die sind noch dem niederdeutschen Bereich anzusiedeln, also sprich, die sprechen das Ick. Und die Nachbarortschaft Netze beispielsweise, die spricht halt nicht mehr das Niederdeutsch, die sprechen dann schon Nordhessisch. Ja. Und das Gleiche haben wir natürlich unten in der Stadt Lichtenfels, wenn man mal so die Grenze weiter entlang geht. Die nördlichen Ortschaften von Lichtenfels sprechen Niederdeutsch und die südlichen, also sprich Neunkirchen und Sachsenberg, die beiden sprechen schon wieder Nordhessisch. Ja. Das ist, betrifft auch Vöhl, Herzhausen, Marienhagen, Oberburg, die sprechen Niederdeutsch. Genau. Und obwohl sie schon immer Preußen waren und ja. Frankenberger. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, hier fehlt natürlich ein schönes Gedicht im Blatt, ne? Ja, jetzt muss ich aber mal wirklich in mich gehen, welches du jetzt meinst. So mit einem Kuss und hol mal inne und, ne?
Ja, gut, das schon. Also das Thema Plattdeutsch ist hier natürlich ein bisschen zu kurz gekommen. Aber an anderer Stelle halten wir es aufrecht. Und auch hier im Ort versuche ich immer wieder, wir haben es in der Vergangenheit auch gehabt, dass der Hessische Rundfunk immer wieder mal draufgestoßen sind auf dieses Thema. Und jetzt hier in Massenhausen dann die Hessen-Hits aus Massenhausen starten. Also wie gesagt, Platt ist schon noch verwurzelt. Allerdings muss man auch dazu sagen, es nimmt immer mehr oder ist auf einem absteigenden Ast, so ein wenig, sage ich mal, weil halt die alten Leute, die es können, ja, nach und nach leider wegsterben. Ja, aber hier an der Kurshaltestelle, man kann ja auf Platt manche Sachen viel derber ausdrücken als auf Hochdeutsch, ohne dass man aneckt, ne? Das stimmt wohl, sage ich mal. Also man kann vieles auf Plattdeutsch besser umschreiben, sage ich mal. Auch Dönekes oder wie du schon sagtest, so Feinheiten, ohne dass man dementsprechend aneckt. Ja. Ja, also irgendwann hängt dann auch hier das Waldecker Lied auf Platt. Ja, das wäre noch eine Idee. Da müsste ich aber dann meine alten, weil ich komme gebürtig ja aus dem Westfälischen, müsste ich meine alten Freunde hier aus dem Ort mal befragen und dass die mir das dann wirklich auch auf Massenhäuserblatt, weil da bin ich nicht ganz so wesensfest auf dem Original Massenhäuserblatt. Auf jeden Fall, du bringst dich hier in Massenhausen ein, auch als Westfale, und das ist ja das Schöne, dass man hier, der nächste Ort, der ist ja schon Westfalen, ist ja gar nicht so weit weg, dass man hier die Verwaltungsgrenzen gar nicht so ernst nimmt, sondern ortsübergreifend einfach zusammenhängt, ne? Das ist richtig. Also der nächste Ort ist Marsberg-Kannstein. Das gehört schon zum Hochsauerlandkreis. Und wie gesagt, es kommen auch aus den Nachbarortschaften, aus den westfälischen Nachbarortschaften immer wieder Personen hier nach Massenhausen, besuchen das Spielzeugmuseum, was natürlich auch ein Magnet ist, oder engagieren sich auch im Schützenverein, hier im örtlichen Schützenverein, der ja auch überregional bekannt ist. Und wie gesagt, das ist eigentlich nur eine ganz gute Fluktuation, ein ganz guter Austausch zwischen Westfalen und Waldeckern. So, dann warten wir also auf viele Besucher, viele Küsse, vielleicht auch auf Ehen, die hier das erste Mal angebandelt haben. Das wäre ja natürlich dann noch die Krönung der Kusshaltestelle, ne? Ja, da kann ich natürlich schon was zu sagen. Das habe ich Weihnachten herausgehört. Da war ein junges Pärchen da und die wollen dieses Jahr, also die haben sich hier geküsst. Ich weiß natürlich nicht, ob dann anschließend der Antrag hier auch vollzogen wurde, aber ich habe sie kurze Zeit später wieder getroffen, sie wollen im August heiraten. Und ich habe sogar auch eine Einladung bekommen. Schön. Ja. Andreas Böttcher, Kusshaltestelle Massenhausen, kommen Sie vorbei. Küssen Sie Ihre Partnerin, Ihren Partner. Wir sind hier weltoffen im Waldeckerland und Mistelzweig hängt auch noch da. Ganz genau. Und für Valentinstag gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Für jedes Paar, was kommt, gibt es auch noch eine Rose, logischerweise. Dann logischerweise für die Dame. Der Mann muss sich dann aufs Küssen beschränken. Und was ich noch habe, ich habe immer Anfragen auch von Singles hier. Die sagen, ja, was soll ich bei der Kusshaltestelle? Ich habe halt keinen Partner. Da haben wir uns was ausgedacht, dass wir einen Kasten für den Valentinstag, also sprich für heute, installieren. Und da kann man halt Liebesbriefe einschmeißen und vielleicht zum nächsten Fest der Liebe hat man dann über diese kleine Partner-Single-Börse in Anführungsstrichen jemanden gefunden und kann dann hier dementsprechend also nächstes Jahr mit Partner küssen. Super Idee, das ist wie die Hochzeitseiche in Schleswig-Holstein in Dorum, wo man also seine Liebesbriefe einschmeißen kann in der Hoffnung, dass sich jemand meldet. Das ist eine tolle Idee. Ja, so haben wir es vor. Also von daher viel Spaß, kommt vorbei und alles Weitere ergibt sich dann, würde ich sagen. So, und dann haben wir auch die Ponys inzwischen hier unten. Die gehören dazu. Ja, die Ponys haben sie auch gern oder wir haben die Ponys auch gern. Und die sind immer Bestandteil hier bei uns am Hang. Der Besitzer, der Andreas Schulze, der ist da vorne, der hat sie heute umgezäunt, extra für das Fest der Liebe, dass wir da noch morgen ein bisschen mehr Flair und ein bisschen mehr Stimmung haben. Und wie habe ich es immer genannt, hier im naturromantischen Tal, da gehört nicht nur Natur hin, sondern auch Tiere. Und neben den Ponys haben wir auf der anderen Seite auch noch eine ganze Menge bunte Hühner. Also man kann hier schon eine ganze Menge sehen. Andreas Böttcher, wunderbar. Danke. Herzlichen Dank.